Tabellenführer gegen Underdog, Münchner Vorstädter gegen Dorfclub, auch wenn Sandro Wagner und Co. selbst vielleicht nicht gerne hören, aber nach dem Sieg zuletzt in Würzburg und nun 5 Punkten Vorsprung in der Tabelle sind die Hachinger in Rot mittlerweile der Topfavorit auf den Titel. Und der Aufsteiger aus Niederbayern geht vor 1500 Zuschauern natürlich als ganz krasser Außenseiter in diese Partie. Die Gäste aber mit einem forschen Auftakt verstecken sich hier nicht. Der letztjährige Top-Torjäger der Bayernliga Süd, Tobias Lerma, mit dem ersten Abschluss der Partie nach 10 Minuten. 60 Sekunden später dann aber auch die Gastgeber, erstmals etwas gefährlicher am Hankhofener Strafraum. Manuel Stieflers Kopfball landet aber nur auf dem Tornetz. Wesentlich näher dran am Torerfolg, nach genau einer Viertelstunde Patrick Hopsch nach einer Ecke, aber letztlich kein größeres Problem für Sebastian Mayer, der Nachschuss wird dann geblockt. Der Neuling blieb aber frech, versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen, so wie hier erneut durch Lerma, der hier allerdings etwas zu eigensinnig agiert. Der Tabellenführer suchte dagegen weiter nach der Lücke im kompakten Abwehrverbund der Niederbayern. Christoph Ehlich fand sie eher zufällig mal nach 33 Minuten, aber Mayer ist ja auch noch da. Und dann 2 Minuten drauf die eiskalte Dusche für die Hausherren. Eine Flanke von Kapitän Daniel Hofer legt Lerma per Kopf zurück auf Brian Wagner. Und der bringt hier den krassen Außenseiter gar nicht mal so unverdient in Führung. Und es sah auch so aus, als ob sie diese Führung mit in die Pause würden nehmen können. Doch dann rutscht eine Kopfballverlängerung durch zu Hopsch. Jonas Blümel bringt ihn zu Fall. 11 Meter für Hachen. Und den verwandelt Hopsch in der Nachspielzeit selbst humorlos zum 1:1 Ausgleich. Wer jetzt allerdings mehr spielerische Leichtigkeit beim Tabellenführer erwartete, war vorerst schief gewickelt. Durchgang 2 begann sehr hitzig, aber ohne fußballerische Highlights. Erst nach knapp einer Stunde wieder mal ein zeigenswerter Torabschluss durch Stiefel aus Spitzenwinkel, aber Mayer auf dem Posten. Die Gäste hier aber längst noch nicht gewillt, klein beizugeben. Wieder so eine gefährliche Ablage im 16er, aber Andreas Wagner hat das Visier nicht richtig eingestellt. Nach hinten agierten die Dorfburgen nach wie vor mit viel Leidenschaft und schmissen sich wie hier in den Schuss von Stiefler in alles rein. Insgesamt nahm der Druck der Hausen aber nun zu und vor allem bei Standards wurde es doch einige Male äußerst brenzlig im Hankhofener Strafraum. So richtig großes Zittern war aber trotzdem nicht angesagt für die Gäste bis zur 2. Minute der Nachspielzeit. Da unterläuft Mayer eine Flanke, Stiefler hebt den Ball Richtung Tor, aber Spielertrainer Tobias Beck rettet auf der Linie. Und ganz tief in der Nachspielzeit plötzlich auch nochmal die Niederbayern vorn. Der eingewechselte David Vogel nimmt den Ball mit vollem Risiko. René Vollert auch ziemlich weit draußen aus seinem Kasten. Und so schlägt es ein zum unfassbaren Auswärtssieg für den krassen Außenseiter. Was für ein Schlussakkord im Altenbauer Sportpark. Wir haben phasenweise richtig gut Fußball gespielt, gerade in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, ja, hat es sich angefühlt, als wäre das Tor irgendwie vernagelt gewesen. Da waren ganz viele Bälle durch den 16er geflogen, viele in letzter Minute oder letzter Sekunde abgeblockt. Und ja, letztendlich, wenn du es dann vorne nicht machst, dann greifen die Gesetze des Fußballs. Und zum Schluss werden wir dann bestraft. Und das zeigt uns halt, wie eng es einfach läuft in dieser Liga. Und zum anderen, ja, dass wir halt jedes Mal 100% konzentriert sein müssen, sowohl vorne vor dem Tor als auch hinten Tor. Von daher geht die Niederlage letztendlich dann halt auch in Ordnung und Glückwunsch an Hankhofen. Wir haben versucht dagegen zu halten, keinen Meter Raum herzugeben. Ist uns lange gelungen. Durch Standards waren es natürlich gefährlich und Flanken von außen. Aber natürlich dieser Lucky Punch in der 91. Minute war natürlich ein Traum für uns und wir genießen das jetzt, aber wir haben natürlich auch die Punkte gebraucht und wenn man es beim Spitzenreiter holt, umso schöner. Die Spielvereinigung Unterhaching kassiert also die 2. Saisonniederlage, die 1. daheim gegen einen tapfer kämpfenden Aufsteiger, der spät die Gunst der Stunde zum 1. Regionalliga-Auswärtssieg seiner Geschichte nutzt.